Willkommen zurück, liebe Leute, zu Infamous Second Son. Wir machen jetzt mal weiter nach der Story und schauen uns jetzt mal an, hier auf der Map, wo wir den alten, den neuen Papierkondit angucken können, genau. Und zwar müssen wir dorthin zu Fetch altem Versteck. Da müssen wir hin. Jo, was geht ab, Leute? Was geht ab? So. Ey, hier geht alles zu Schrott gerade. Was ist denn los? Oh, shit. Ach, sei doch ruhig. Was machst du da? Ah, fuck! Jetzt lauf doch mal drüber über so einen kleinen Scheiß da. Habt ihr's jetzt? Habt ihr jetzt genug von der Action, die euch entgegengekommen ist? Jungs. Scheiß Kameras, ja. Unfassbar. Na gut, da wollen wir nämlich jetzt erstmal hin zum Papierkonduit. Whee! Damit wir dann mal schauen können, was wir da machen müssen. Vorher ziehen wir uns auf jeden Fall nochmal kurz ein kleines Graffiti rein. Zack. Oh, was ist das denn hier? Jetzt habe ich gar nicht auf die Namen geachtet hier, weil ich die ganze Zeit schon wieder belästigt werde. Per SMS und so weiter. Weißt du, wenn man busy ist, was soll man dann machen? So. Diese Donkey Kong Jungle Musik begleitet uns mal wieder. Zauberhut? Was ist denn das jetzt? Ist nicht aufgepasst. Ja. Eine Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Oh, wie süß. Wie geil. Die DOPs sind kleine Häschen. Im Vergleich zu uns. So sieht's nämlich aus. Was labert ihr da hinten? Wollt ihr schon wieder Stress mit mir? Da ist er. Nein! Voll geil, wie die weggeprallt ist. So, das ist meine. Das war nix. Schnell weg hier, die sehen mich nicht. Ach du Scheiße, warum gibt's denn hier so viel Neon? Das komplette Gebäude besteht aus Neon. Oh shit. Oh ja. Den hat zerbumst, auf jeden Fall. Und dich machen wir so platt. Bam! Weg mit dir. Whee! Super geil. Naja, also wir haben ja jetzt Stein bekommen
zuletzt, jetzt kann man ja auf jeden Fall mal sagen, so was einem am meisten gefällt. Ich glaube, ich bleib dabei, dass mir Video, die Videofähigkeit wirklich, glaube ich, am besten gefällt. Stein ist auch sau cool, alleine durch diese Welle, die man da mitnehmen kann. Die ist zum Beispiel richtig cool. Aber ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. So, jetzt sind wir hier. Ihr seht schon. Kleine Origami-Figuren. Paper Trail. Folgen Sie der Spur blutiger Origami-Tauben, um kostenlose Bonusmissionen freizuschalten und die gesamte Geschichte hinter der DUP aufzudecken. Auf infamouspapertrail.com erhalten Sie weitere Informationen. Beginnen wir mal die Mission einfach mal. Papier? Heutzutage gibt's wohl für alles einen Conduit. Eieiei, Alter, wie cool. Warte! Boah, zieht euch jetzt rein. So viel Zeit muss sein. Ja, willst du mich verscheißern? Da drüben. So. Doch mal langsam! Ja, ich bin so verwirrt. Da ist er. Ist auf jeden Fall ein Mädel wieder. Und die Fähigkeit sieht super cool aus. Wo ist sie denn jetzt? Moment, ich hab sie irgendwie verloren. Irgendwie verloren. Wo ist sie denn hin? Sie ist so schnell. Ich glaube, hier unten irgendwo, oder? Oh Gott. Spiel, hilf mir bitte. Wo ist sie? Ey, die verarscht mich hier am laufenden Band. Da unten, da unten. Fetch? Nein. Ich sollte wohl ein Foto davon machen. Nicht Fetch, aber ganz ähnlich. Das hier ist Sperrgebiet! Was wollen Sie? Die Sache mit der Superkraft nicht. Okay. Boah, lass mich bloß in Ruhe, ihr Drecksbullen hier. Sie müssen eine ID-Suche für eine verdächtige Person durchführen. Wir haben das Go! Bewegung! Okay, was muss ich denn... What? Oh
Oh, ich will euch nicht kaputt machen, Bullen. Dämlichen Bullenschweine. Eine Papiertaube? Taube jetzt? Okay. Muss ich sie da unten denn auch noch mitnehmen, ne? Ja, Leute, ich will euch nicht weghauen. Ich will nicht meinen Karma aufs Spiel setzen. Die Geldbörse gehört wohl ihm. Okay. Die Verbindung zu ihrem Paper Trail Online-Profil kann nicht hergestellt werden. Okay, coole Sache. Warum kann das nicht hergestellt werden? Ich bin angemeldet auf online. Warum kann das nicht hergestellt werden? Kann das jemand entschlüsseln? Weiß das jemand? Ich habe nämlich gehört, dass dieses Paper Trail immer nur, ich glaube, jede Woche kommt ein, oder? War das nicht so? Irgendwie wollen die über mehrere Wochen... Oh, da ist wieder der geile Spielplatz. Super süß, Alter! Zack, zack, zack! Habe ich gehört, dass die immer nur alle paar Wochen oder jede Woche einmal ein neues Paper Trail Dings machen wollen. Kann das sein? Stimmt das? Oder warum ist jetzt das Problem, dass ich daran teilnehmen kann? Oder muss ich mir erstmal so ein Paper Trail Online-Profil machen? Kann es sein? Kann es sein? Ja. Okay. Cool. Eigentlich ist es quasi für mich damit schon fast gestorben. Weil ich hasse sowas. Ich mag das gar nicht, ey. Ich mag das nicht. Ich will nur zocken. Ich will mich nicht immer wie bei GTA oder sämtlichen anderen Spielen immer erstmal irgendwo auf einer Internetseite anmelden und einen Club gründen oder hier daran teilnehmen, aber anscheinend kommt man nicht daran vorbei, oder? Auf der anderen Seite ist dieser Paper-Conduit schon wieder super cool. Ich weiß es nicht. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Zack, 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 zack. Wahrscheinlich wisst ihr sowieso mehr Bescheid als ich, was man da machen muss und was nicht. Deswegen, ja, ich hoffe mal einfach, dass mir jemand das erklärt, was jetzt hier zu machen ist. Wahrscheinlich muss ich mich wirklich online anmelden auf der Internetseite, oder? Höchstwahrscheinlich. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal verraten, ob das stimmt, dass jetzt wirklich jede Woche eine Mission kommen soll. Angeblich soll das irgendwie 5 Stunden neues Gameplay bieten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ist dies, was ich gehört habe von verschiedensten Seiten und so. Naja, ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Nein, Alter. Ich komme nicht hinterher. So. Ja, genau. Das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich wollte einfach diesen Papierkonit mal in einem einzelnen Part belassen. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr da Näheres wisst, erklärt es mir gerne. Ich bin dumm und das wisst ihr ja. Wurde mir oft gesagt, ich bin so dumm und ich bin so scheiße und dies und das. Dass mir fast die Tränen gekommen sind. Ansonsten, ja, danke erstmal fürs Zusehen und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir noch weitermachen sollen. Ein bisschen neue, noch mehr Nebenmissionen. Vielleicht auch unser Karma-Level auf Level 5 bringen. Das wäre auch ganz cool, glaube ich, vielleicht. Ja, genau. Dann kriegen wir auch neue Westen. Genau, die könnte ich auch mal im nächsten Part dann vorstellen. Die Westen, die wir haben mittlerweile. Wir können uns noch neue besorgen und so weiter. Also, ja. Es hängt einfach von euch ab, sage ich so, wie es ist. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.